Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Welkers Farm. Welkers Farm, so wie sind die mit dem Big Butt am durch die Gegend fliegen. Wir wollen ja heißes Drescher abtanken. Damit der Wagen auch voll wird, ne? Wir fahren nochmal eben hinterher, ne? Sicher ist sicher, die anderen sind erstmal an der Maloche, ne? Wieder ein bisschen dauern, bis hier Schwung in den Laden reinkommt, aber da kriegen wir hin, ne? Unser erstes Ziel ist, den Magnum zu kaufen mit Frontlader. Den brauchen wir. Müssen wir uns nichts vormachen. Wahrscheinlich wird der Quadtrack auch irgendwann gehen. Dann sind wir eher so in dem Sinne, wie die das da haben, ne? Aber kriegen wir hin. Schon gar nicht cool gemacht hier, der Big Butt, ne? Was haben die, einen Kombo als Motor haben die, ne? Richtig geniales Moped, ne? Aber der hat noch Pflegereifen drauf, ey. Wir müssen eigentlich Breitreifen drauf. Nur noch schöne. Hatte ich plane schon runter? Nee. Jetzt aber. So, Kollege Schnürschuh, ich bin da. Mach raus. Hast du coole Hupe? Svenny ist da. Mach mal rein hier. Von wegen die Abbunkertechnik und so. Oh nee, ich hab's falsch gemacht. Das ist mein Fehler. Achso, das geht jetzt nicht, weil ich am Spielen bin, ne? Ist egal. So, machen wir irgendwie Pause. Wir können schon mal runterfahren, ne? Oh, ehrlich, ne? Ganz ehrlich, ehrlich. Wir müssen ja hier in Montana da mal so ein bisschen hier aufwühlen, ne? Guck mal da, Walkie-Talkie-Anschlüsse. Zwar ein Funkgerät, aber Walkie-Talkie klingt auch gut. Ich wollte die Wirtschaft wieder umstellen, ne? Das wusste ich gar nicht, dass Reramp das neuerdings mit drin hat, ne? Normal. Schwer ist, glaube ich, zu heftig, ne? Ne, wir bleiben auf normal. Echt top-tüfte Ding, ey. IC haben die leider nicht, ne? Hallo, Kollege, sie muss IC rein. Ich muss hier die Tür open machen können. Das muss eigentlich schon sein, ein Stissel, ne? Läuft hier. Easy, cheesy, chillig. So, wir tanken noch einmal ab, dann kann er erstmal fahren. Ja, dann wie viel geht denn da rein? Der macht seinen Job, ne? Ich weiß gar nicht, müssen wir Steine sammeln? Ich glaube nicht, aber wir müssen auch... Ne, wir dürfen gar nicht erst hier so einen Schlepper kaufen. Wir müssen eine Walze haben. Haben wir eine eigene Walze? Ne, ne? Da findest du das auch genau, Svenny. Du bist echt so ein Held geworden, Svenny. Ne, nur alle Scheibenecke, die haben wir. Aber keine Walze. Ja, den brauchen wir wahrscheinlich nur, um das Förderband die ganze Zeit durch die Gegend zu schüsseln, ne? Aber wir müssen uns erstmal eine Walze kaufen. hundertzehntausend Glocken, ey. Heide, nein.
110.000 Glocken. Wer soll das denn bezahlen? Oh, der hat die Breitenbänder drauf, ne? Richtig cool. Guck mal. So einen würde ich auch mal gerne fahren, ne? So ein Quaddeltruck? Da hätte ich ja richtig Bock mal drauf. Die macht hier fleißig seinen Job, ne? Helga? Helga ist in Amerika angekommen. Helga. Helga, du hast aber auch wieder die richtigen Sicherheitsschuhe an, ne? Helga ist nicht gut zufrieden. Siehst du? Helga guckt heute leicht brummelig. Ich glaube, ich habe die auch zu früh aus dem Bett geschmissen. Das war der Fehler, weißt du? Konnte ich ja gar nicht haben, so früh aufstehen. Wir müssen wieder los. Gucken, was der Bomber so bringt auf der Fläche hier. Du. Ja, der muss so ordentlich Pferdchen unter der Haube haben, ne? Da geht ja nicht anders. Das geht hier gar nicht anders. Hoffentlich kommen wir da einmal rundum, ey. Ich bezweifle das. Machen wir gleich eben leer, das Ding hier. Und vorne, ja, obwohl, jetzt sind wir gerade schon hier, ne? Oh, nicht so günstig. Was ich da vorhab, ne? Oder? Nee, das war nicht günstig, glaube ich. Wir haben jetzt 18.000, 19.000, 25%. Der Grotte ist angefangen, ne? Einer neu. Nee, der Muck wie eben leer. Ich glaube, das schaffen wir, bis der voll ist. Das müssen wir eben schaffen, ne? Wo ist nur das Überladerohr? Dor, guck mal, Dor. Oh, guck mal, eine platzierbare Fläche hast du da auch noch. Ja, nicht schlecht. Ich hätte auch den LKW hier hinholen können, ne? Aber das wäre ja viel zu einfach gewesen. Mach mal Fernseher an hier. Kein Fernseher oder was? Wo ist denn die Handyhalterung? Brutto-Fernseher hier in Amerika auf den Flächen. Das geht nicht. Schickram. Ey, Svenny, du hast den auch direkt da unten gepackt, wo nicht. Oh Mann. Jupp. Ein schönes Ding, ne? Ganz ehrlich, die gefällt mir. Ist der 525 ist das, ne? Ne, 450 bloß. Da haben wir noch ein bisschen wenig. Oh, guck mal den Motor an. Bombe, ne? Der macht schon Laune. Du kannst wohl mit fahren. Guck, wir werden hardcore, wir machen das in der Innenansicht. Mal rein, das Zeug. Wir haben es eilig. Wir müssen zurück zu der Fläche. Wir können ja hier nicht den ganzen Tag nur rumbummeln. Was, schon leer? Cool. So, Abgas. Hackengas. Machen wir das Ding wieder rein. Und dann schalten wir Stufe hoch. Vielleicht schaffen wir das noch, bis der Drescher voll ist, dauert zu sein.
Natürlich können wir werden das auch irgendwann mal vollautomatisiert laufen lassen. Ey, da müssen wir nichts Witz drumrum drauf hinauslaufen. Aber jetzt an Anfang machen wir das mit den Mitteln, die wir haben. Wir wollen uns ja auch hocharbeiten. Dann ist das nicht so einfach, ne? Wir brauchen eine Walze und den Magnum. Mit Frontlader, das sind die ersten Ziele. Weil wir brauchen ja auch mal einen Frontladerschlepper und so. Da müssen wir mal gucken, in welches Business wir hier einsteigen. Milchschafe? Ja, oder Schafe, ne? Eins von beiden, was anderes lohnt sich wahrscheinlich. Kühe oder so, ne? Glaube ich eher nicht, aber uns sind ja alle Grenzen offen. Deswegen. We are in America. Also von daher. Schauen wir mal. Irgendwie ist schon da ganz hinten. Müssen Hankengas geben. Gibt's hier auch einen Turboschalter? Weil diese Mopsgeschwindigkeit, da musst du dich erst dran gewöhnen, ne? 32 km/h. Kann man den schneller machen? Auf 50 oder so? Besser wäre ja 80, ne? Nein. Gibt's nicht. Guck mal, wo ist das Funkgerät drauf? Hallo, hallo, wie voll bist du? Okay, fast voll, ich bin gleich da. Keine Panik, das schaffen wir. Deswegen hast du hier Funkgerät an Bord, ne? Muss ja auch Bescheid sorgen. Nee, das geht nicht. Das finde ich nicht immer so ein Blödsinn, Sappe. Kollege! We are back in business. Mach leer das Ding. Bevor du da weiterfährst. Du bist schon fast voll. Aber auch knapp ist, ne? So, dann läuft. Wie sieht's bei unseren anderen Kupfernstechern aus? Sind da schon Steine drauf? Habt ihr mal nachgeguckt? Wenn da keine Steine drauf sind, dann können wir uns den Steinesammler eigentlich erst schenken, ne? Nee. Wir können uns den Steinesammler nicht schenken. Guck mal, wie viele Steine da drauf sind. Oh, wie soll das denn alle bezahlen? Hier muss auch das nächste Mal geflügt werden. Da muss wahrscheinlich auch noch Kalk drauf, ne? Puh. Wir müssen erstmal fett in Kredit rein, ne? Das gefällt mir gar nicht. Geht ja gar nicht anders. Erstmal 500.000. Mal gucken, was wir da für Maschinen dann kriegen. Wir brauchen Steinesammler, Kalkbude. Also ein Tröd, ne? So. Kalkstreuer. Wie viel gehen da rein? 4.000 Liter, ne? Wir brauchen schon eher sowas, ne? Aufbau, volle Pulle, Streu... Ne, nix Pflegereifen, bis bloß Streuteller. Ohne. 100.000. Steinesammler. Hallo? Da. Müssen wir den nehmen? Wir machen den in schwarz. Kaufen den. Die Walze brauchen wir. Die kaufen wir. Können wir den Magnum noch kaufen? Das wäre Premium.
Und dann sind wir auch erstmal durch mit allen Schickkram. So, wir haben gesagt, wir brauchen nicht den, sondern den. Spiegel machen wir groß. Und Umleuchte, ja. Sag mal, ich hab doch eben hier. Hab ich schon wieder den falschen genommen? Frontladeanbau, dann geht das nur. Ah, okay, Quicke. Wie viel PS hast du? 249 solltest du schon haben. Aber ich hätte gern die anderen Felgen, ne? Die mag ich lieber. Kaufen. Dann brauchen wir noch einen Quicke. Frontelader. Sicher, sicher. Quicke. Hauptfarbe. Case. Kaufen. Und eine Palettengabel machen wir da direkt dran, denn, dann haben wir das nämlich an Schlüssel, ne? Ja, ja, ja. Kaufen. Zack. Geld ausgegeben. Wir sind pleite, haben nur 117.000. Aber liebe Leute, ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.